Fett weg, Muskeln drauf. Ja. Happy Man, Happy Life. Happy Man, Happy Wife. Ging der Spruch nicht irgendwie anders. Was das Erstaunliche für mich ist, dass es doch in relativ kurzer Zeit war. Vor allen Dingen für mein Alter gesehen. Ja, es ist einfach eine Frage der Prioritäten, die man legt. Genau. Man hat die Zeit, jeder von uns hat die gleiche Zeit, 24 Stunden am Tag. Es ist natürlich viel einfacher, sich vor den Fernseher zu legen und sich eine Geschichte... Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Diesmal wird das Video ein klein bisschen anders sein als die vielleicht bisherigen Videos, die ihr bei mir auf meinem YouTube-Kanal gesehen habt. Ganz einfach ist es auch nicht, sich immer was Neues zu überlegen, was ich euch präsentieren kann. Deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, euch mal ein bisschen was aus meinem Arbeitsalltag zu zeigen und euch ja auch mal wieder so ein bisschen Motivation mitzugeben. Das Ganze sieht so aus, dass wir gleich einen Sportler von mir besuchen werden. Das Ganze ist mit dem abgesprochen, das heißt, wir werden ihn nicht überraschen. Der weiß, dass ich komme und ich möchte euch erzählen, wie seine Entwicklung war in den letzten Monaten, was er da so gemacht hat und wie viel ihm persönlich das Coaching, das Training mit mir gebracht hat. Über die Jahre hinweg als Trainer hat sich mein Arbeitsalltag doch extrem geändert. Wenn ich da zurückdenke, ich bin jetzt seit ca. 25 Jahren Trainer, so war das früher doch noch so, dass ich fast den ganzen Tag auf der Trainingsfläche verbracht habe. Man hat den Leuten geholfen, man hat ihnen irgendwas gezeigt am Gerät, alles noch so ein bisschen oldschool. Über die Jahre hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich habe auch den Eindruck, dass die Sportler, die vorne auf der Trainingsfläche sind, sich immer besser schon auskennen, wahrscheinlich durch die sozialen Medien, in denen ja Training überall angeboten wird. Auf Instagram sieht man Athleten, die Techniken zeigen, auf YouTube, wie auf meinem Kanal, sieht man viele Videos, so dass die Arbeit auf der Trainingsfläche für mich immer weniger geworden ist als Trainer. Mein Personal, die sind noch auf der Trainingsfläche, kümmern sich um die Leute, aber jetzt so speziell, dass ich da so im Einsatz bin, das habe ich über die Jahre immer mehr reduziert, so dass ich jetzt weniger auf der Trainingsfläche bin, und mein Job als Trainer sich doch sehr viel im Online-Bereich abspielt. Das Online-Coaching ist in den letzten Jahren extrem explodiert, es hat sich weiterentwickelt. Viele Trainer bieten das mittlerweile an und ich denke, es ist auch eine gute Sache, weil man einfach viel mehr Menschen erreichen kann. Hier im Studio habe ich halt einen sehr kleinen Kreis derer, die in der Gegend wohnen, die zu mir kommen, mit denen ich arbeiten kann. Durch das Online-Coaching ist es mittlerweile so, dass ich ja auf der ganzen Welt Kunden habe. Natürlich im Ausland oftmals Personen, die einen Bezug nach Deutschland haben, die mal in Deutschland gelebt haben, die Verwandtschaft in Deutschland haben, die dann auf mich zurückkommen. Ja, wenn ich sage ganze Welt, dann ist das kein Scherz. Also wirklich Südamerika, USA, Australien, Afrika. Bis vor kurzem hatte ich auch noch einige Athleten aus Russland. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Die können irgendwie nicht mehr bezahlen hier in Deutschland. Aber das ist eine andere Geschichte. Also durch dieses Online-Coaching ist man natürlich international aufgestellt. Und ich finde, da hat sich in den letzten Jahren wirklich einiges getan. Und man sieht das auch bei mir, da bin ich ganz ehrlich, wenn ich früher an meine Ernährungspläne denke, dann stand da halt drin, Reis, Hühnchen, Brokkoli, viermal am Tag, friss oder stirb, nach dem Motto. Mittlerweile sind die Ernährungspläne so gut ausgearbeitet, da sind verschiedene Mahlzeiten drin, da sind die Rezepte drin. Meine Frau, die steht den ganzen Tag in der Küche, versucht irgendwelche Rezepte und durch diese Weiterentwicklung kann man den Sportlern wirklich so ein rundum sorglos Paket anbieten mit Training, mit Ernährung. Also wirklich, da hat sich was getan. Und deswegen bin ich froh darüber, dass ich vor ein paar Jahren halt auch das Online-Coaching mit in mein Jobprogramm als Trainer eingebaut habe. Ja, jetzt fahren wir mal zu einem meiner Sportler und schauen uns mal an, wie das Ganze bei ihm funktioniert hat, wie er sich weiterentwickelt hat.
und wie er persönlich diese Online-Coaching-Geschichte empfunden hat. Schön, dass ihr dabei seid bei diesem Video. Wenn es euch gefällt, dann gerne einen Daumen da lassen, also diesen Daumen nach oben. Oder, falls es noch nicht passiert ist, gerne meinen Kanal abonnieren. So, und jetzt geht's los. Wir sind angekommen in, und jetzt würde ich es richtig sagen, wir sind nämlich nicht in Baunatal, sondern in Schauenburg, so, genau. Elgershausen. Ganz genau. Wir haben uns eben gerade mal abgesprochen, ich sage, wo sind wir überhaupt? Weil ich nicht genau wusste, ob Elgershausen zu Baunatal gehört oder zu Schauenburg. Die wollten, politisch gesehen, die wollten mal hin. Die Elgershäusener wollten nach, da gab es eine Abstimmung. Aber nein, das war, ist 50 ja. Jahre her, das muss man bespielen, das Thema. Also wir sind hier in Schauenburg, genau. Und ich hole ganz kurz aus, wir sind beim Jens in seinem Geschäft. Er ist Augenoptiker, hat einen eigenen Laden hier in Elgershausen, nennt sich Augenblick, sehr genau. Kreativer Name. Ja, genau. Und jetzt kommt das Kuriose, und jetzt werden die Ersten wahrscheinlich schon sich zu Hause vom Fernseher wegwerfen. Wir kennen uns schon weit über 30 Jahre. Ja, 40. Bald 40. Bald 40 Jahre. Und wer es nicht weiß, und du wirst es jetzt bezeugen können, ich bin gelernter Augenoptiker. So ist es. Genau. Ganz genau. Wissen die wenigsten. Ganz also genau. Jetzt mein Coming Out hier. Ja, ich war Mitarbeiter bei einem Optiker in Gudensberg. Und da ist der kleine, schlanke Matze damals... Ja, da war ich so 15 oder 16. Ja, 15 oder 16. Ich hatte jedenfalls noch keinen Autoführerschein. Habe ich in der Zeit erst gemacht. Richtig, richtig. Und da kamst du als Kampfsportler... Ja. Und schlank und, weiß ich nicht, vielleicht 70 Kilo, kamst du zu uns und hast deine Ausbildung gemacht, ganz genau. So lange kennen wir uns schon. Ja. Ja, und dann sind wir beide unsere Wege gegangen. Ich bin irgendwann zur Polizei, du hast den Meister gemacht, genau. Kann ich mich dran erinnern. Genau, genau. Und da bin ich natürlich auch so ein bisschen durch die Weltgeschichte getingelt, von einem Betrieb in den anderen, bis ich mich dann irgendwie selbstständig gemacht habe, weil ich einfach Bock drauf hatte. Das ist jetzt auch knapp 20 Jahre schon her. Ja. Und seither mache ich das hier in Schauenburg, Ortsteil genau. Elgershausen. Und dann haben wir eine Zeit lang zusammen trainiert bei mir im Fitnessstudio. Ja. Ist auch schon etliche Jahre her. Dann wieder etwas aus den Augen verloren. Ja. Und dann letztens hatten wir wieder Kontakt, weil ich eine Brille brauchte. Nee. Nur eine Lesebrille, hey. Ganz genau. Vorsicht, nur eine Lesebrille. Die kriegt übrigens jeder. Freunde, wenn die ein gewisses Alter erreicht, jeder ist dran. Ja. Aber da hat man da schon mit dem Coaching gestartet? Nein. Es war so ungefähr parallel. Ja, genau. Da hat man kurz drüber gesprochen. Ganz genau. Wir hatten kurz drüber gesprochen. Ich habe es auf den sozialen Netzwerken habe ich gesehen, dass du so ein digitales Coaching machst. Und das hat mich interessiert, weil es mir einfach körperlich, ich sage mal jetzt, nicht so optimal. Also ich war nicht richtig fett oder sowas, aber ich war nicht zufrieden mit mir und meiner Situation, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und bevor ich in die Apotheke latsche, habe ich mir gedacht, Mensch, da gibt es einen Profi und mit dem willst du arbeiten. Vielleicht hat er Bock darauf, sich das Ding mal anzugucken mit mir. Und dann haben wir losgelegt. Ja. Anfang August 23 war das. Ja. Im Sommer letzten Jahres. 23, genau, ganz genau. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, du hast immer schon Sport getrieben. Genau. So warst schon früher körperlich fit, ja, kann man schon genau. so sagen. Aber dann zwischendurch vernachlässigt, genau. durch andere Hobbys. Ja, ehrenamtliche Tätigkeit, ein bisschen politisch aktiv gewesen, ein bisschen in meinem Berufsverband gearbeitet, die Freizeit eben für solche Dinge geopfert, in Anführungszeichen, was mir auch echt Spaß gemacht hat. Nur ich habe eben gemerkt, mit jetzt Ende 50 geht mir natürlich auch so ein bisschen die Luft aus. Auch mental geht mir ein bisschen die Luft aus. Also ich musste irgendwas machen für mich, hatte ich die Idee, zu sagen, ich muss mich mal ein bisschen anders aufstellen. Und aus diesem Grund habe ich dich angesprochen. Und wir haben ein anderthalbstündiges, zweistündiges Gespräch gehabt, Einführungsgespräch, wo ich meine Problematik dargestellt habe, zu sagen, ich möchte einfach die Struktur meines Körpers verändern, sage ich mal so. Ich war nie richtig schwer. Ich bin 1,87, habe 90 Kilo gewogen damals oder knapp über 90 Kilo. Und dann bist du sozusagen mit deiner Idee gekommen, meine Struktur zu verändern, sage ich mal. Fett weg, Muskeln drauf. Ja, Fett weg, das Muskeln drauf. Das war letztendlich der Plan. Und wenn man sich die Fotos anschaut, kann man natürlich die körperlichen Unterschiede schon sehr gut sehen. Was mich überrascht hat, dass es doch relativ schnell ging. Weil
Ja, ich bin da so eher der kritische Typ. Ne? Mhm. Gerade im fortgeschrittenen Alter. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Wir sind beide über 50. Du weit über 50. Du wirst jetzt die 60 knacken. Genau. Dieses Jahr ist sie dran. Aber wenn man das sieht, also diese Leistungsfähigkeit einmal jetzt mit 60 und dann vor allem die Steigerung, die erfolgt ist. Was du mir auch immer wieder berichtet hast. Ja. Moment mal, von Monat zu Monat ist es besser geworden. Ja. Ich habe mich natürlich, also du hast mir einen Ernährungsplan zusammengestellt nach unserem Einführungsgespräch und einen Trainingsplan. Und dann habe ich den tatsächlich abgearbeitet, weil es gibt dann für mich, und ich bin jetzt so, wenn ich eine Aufgabe bekomme von einem Profi, dann hat er vermutlich recht mit dem, was er tut und sagt. Und jetzt bin ich der Sache sehr strukturiert nachgegangen. Das heißt, ich habe wirklich morgens in der Küche gestanden mit der Waage und habe meine Haferflocken abgewogen und habe mir meine Nüsse geschnitten und meine Beeren aufgetaut und so weiter und so weiter. Genau so habe ich das gemacht. Mhm. Und bin natürlich auch entsprechend ins Training gegangen, nach dem Plan. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch Videos von dir verfolgt, was mir jetzt geholfen hat, auch bei der Ausführung der Übungen, bei den Ideen, die du hast, wie man Bodybuilding betreibt oder wie man diese Kraftübungen macht. Weil es geht nicht darum, einfach an diesem Seil zu ziehen, sondern wie man am Seil zieht. Und da haben mir natürlich diese Videos auch echt geholfen, muss ich auch dazu sagen. Wobei ich sagen muss, man fällt natürlich auch manchmal in so ein Loch, wo man sich nicht fühlt und wo man irgendwie nicht weiterkommt, wo man denkt. Und den Kontakt mit dir, den ständigen Kontakt mit dir, der hat mir natürlich geholfen. Weil du natürlich auch motivierst. Ne? Ja. Es ist, ich glaube, so ehrlich muss man sein. Ich muss mich da erinnern an so eine Werbung, die mal auf YouTube läuft. Einfach, schnell und bequem. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, um welches Thema es da geht, aber da heißt es dann immer einfach, schnell und bequem. Genau. Und ich denke mir immer so, ja, ist natürlich ein tolles Verkaufsargument, einfach, schnell und bequem, aber jetzt auf das Coaching bezogen oder auf die Lebensumstellung bezogen, ist es eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Es ist weder einfach noch bequem, noch geht es schnell. Man muss schon auch bereit sein, gewisse alte Tugenden wieder an den Tag zu legen. Das gehört schon, und da fetten Respekt dafür, dass du auch auf die alten Tage dir gesagt hast, ich raff mich jetzt nochmal auf, bring die Disziplin mit, weil du hast ja da schon auch früher anders gelebt, auch mal geraucht, auch mal mehr getrunken und hin und her. Ja. Und dann jetzt auf einmal so eine knallharte Sportschiene zu fahren. Genau. Und es ist nicht einfach. Und wenn man diese üblichen Dinge gewohnt ist und auch mal eine Pizza isst und auch mal eine Fertigpizza dir holst, weil es mal abends schnell gehen muss, du kommst aus dem Laden, bist irgendwie gestresst, hast Hunger, haust dir so eine Pizza rein. Das ist eben das normale Leben. Oder du bist auf irgendeiner Veranstaltung, dann gibt es mal 3 Bier, dann wird es witzig, dann 5 Bier und so weiter und so weiter. Also ich habe das ganz normale Leben gelebt und habe dann, wie gesagt, festgestellt, ich will was ändern. Und dann bin ich aber wirklich richtig da dran gegangen an das Thema und habe das alles auch gelassen. Ich war zwar dann bei diesen Sitzungen, habe dann alkoholfreies oder Wasser getrunken oder was auch immer. Dann bin ich natürlich, also mein Umfeld, das war auch ganz interessant, die mich natürlich anders kannten, und dann sitze ich in der Kabine und das Bier kommt nach dem Training, nach dem Fußballtraining kommt das Bier in die Mitte und ich sage nee, und die Jungs fand ich super interessant, die Jungs haben sehr verständnisvoll darauf reagiert. Da haben nämlich immer viele Angst vor, ich habe das ja auch im Coaching ganz oft, dass dann gesagt wird, man hat so ein bisschen, ja kein Zwang, aber diese Gruppendynamik und so, dass dann manchen dann doch schon schwer fällt, dass sie fast schon ein schlechtes Gewissen haben, zu sagen, ich muss jetzt mal oder will jetzt mal ein bisschen gesünder leben. Ja. Aber mein Umfeld war super. Die haben gesagt, oh, was ist denn los, bist du krank? Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht mache ich es, bevor ich krank werde. So, das war meine Antwort. Und dann war das Thema durch. Und die Woche drauf kam ein Kumpel zu mir an und hat einen 6er-Träger alkoholfreies mitgebracht. Das erste Mal. Fand ich überragend, der gesagt hat, ey, Chapeau, versuch das jetzt auch mal ein bisschen mitzumachen. Also fand ich total geil. Oder ich gehe auf den Sportplatz sonntags, weil ich mir hier Gruppenligaspiel der SG Schaumburg angucke, Heimspiel. Und man hat natürlich seine Spezies so drumherum. Und dann wird natürlich auch das Bier gerne rumgereicht. Und ich sage, oh sorry, ich bin raus, ich würde Kaffee. Jo, alles klar. Warum?
War es schlimm gestern Abend? Genau, hast gestern Abend schon gesoffen. Es war nicht schlimm, es war echt nicht schlimm, aber so und so, ja, alles klar, okay, fertig, das war's. Das heißt, mein Umfeld hat eigentlich total tolerant und offensiv darauf reagiert und die fanden das jetzt auch nicht klar. Die kennen mich als Person natürlich auch und wissen, dass ich auch manchmal ein bisschen komisch bin. Insofern ja, haben die das total akzeptiert. Weil das ist schon ein Problem, was ich immer wieder auch im Coaching beobachten kann, dass natürlich auch so ein gesellschaftlicher Druck von außen das vielen schwer macht, dann das da hundertprozentig umzusetzen. Mhm. Wobei ich immer sage, wenn man mal eine Ausnahme macht, dann wird es auch nicht verrutschen. Mhm. Wenn ich natürlich jedes Wochenende dann wieder Alkohol trinke, ne, ja, weil halt da das Fußballspiel ist, dann wird es am Ende natürlich nicht so gut funktionieren, wie es selbstverständlich bei dir funktioniert hat. Genau, also ich ganz kurz noch zu meinem sozialen Umfeld. Ich will mal ganz kurz über meine Frau sprechen. Meine Frau fand das total spooky, dass ich auf einmal morgens in der Küche aufgetaucht bin. Das kannte die der Form gar nicht. Höchstens um was rauszuklauben, aber nicht um was anzufertigen. So. Und jetzt fand die das ein bisschen komisch. Was hast du denn jetzt eigentlich für eine Idee? Was ist denn das jetzt wieder für ein Quatsch? Und so weiter und so weiter. Die fand das ein bisschen komisch, aber inzwischen ist sie bei dir im Coaching. Ne? Das stimmt. Seit kurzem ist sie jetzt auch bei dir im Coaching. Wollen sie jetzt nicht outen? Nein, ist zu spät. Aber jetzt ist es raus und sie wird jetzt auch gecoacht, weil sie einfach meine Entwicklung gesehen hat und wie es mir dabei geht und wie ich mich dabei fühle. Und happy man, happy life. Happy man, happy wife. Klingt der Sprung nicht irgendwie anders. Ja, lass es mal so stehen. Was mir halt auch ganz wichtig ist zu sagen und zu vermitteln in dem Video ist, dass wir reden ja jetzt hier nicht von einem Spitzensportler oder einem Leistungssportler, der sein Leben darauf ausgerichtet hat, sondern bei euch, bei dir ist es ja so, dass ihr wirklich knallhart im Leben steht. Mit der Selbstständigkeit, deine Frau ist selbstständig. Genau, Häuschen zu Hause, Verantwortung. Hunde zu Hause, Hunde, Kinder und. Also das komplette Paket. Ja, genau. Das heißt, man knapst sich Zeit ab. Muss die Zeit mitbringen, man muss wahrscheinlich noch mehr Disziplin mitbringen als der Bodybuilding-Sportler. Ja, letztes Video, was ich mit einem gemacht habe, war mit Tim Budesheim. Ah, okay. Der hat auch viele Verpflichtungen, aber der ist natürlich Profi-Bodybuilder. Der steht natürlich dem Training, der Ernährung ganz anders gegenüber, als es jetzt bei dir der Fall war. Genau. Deswegen vielleicht nochmal, ohne dass ich es erzähle, sondern aus deinem Munde, wie sah insgesamt, weil das möchten natürlich die meisten dann wissen, wie viel Sport hat er jetzt gemacht? Ja. Jeden Tag? Genau. Also in meinem alten Leben war das so, also bevor wir gecoacht haben, war ich so, ich sage mal zweimal, vielleicht dreimal die Woche zu Gange, einmal ins Studio gegangen, irgendwie an irgendwelchen Kabeln gezogen und ein, zweimal mich beim Fußball oder so ausgetobt oder bin mal joggen gegangen oder sowas. Mhm. So, bin dann zu dir ins Coaching und wir haben darüber gesprochen, dreimal vielleicht ins Studio wäre gut. Und dann noch entsprechende Cardio-Einheiten und die habe ich dann so eingeflochten mit dem Fußball zum Beispiel. Inzwischen gehe ich schon viermal, wenn es gut läuft, fünfmal ins Studio. Das müssen wir rausschneiden jetzt. Ja, weil es mir halt einfach auch Spaß macht. Ich muss auch sagen, es macht mir Spaß. Mein Sohn begleitet mich jetzt auch, der kommt teilweise mit und die machen auch geile Kurse, da mache ich mal ein bisschen mit. Das heißt, ich habe mein Leben geändert, also mein sportliches Leben geändert. Also ich mache schon wenigstens fünfmal die Woche, treibe ich Sport jetzt. Anderthalb, zwei Stunden, je nachdem. Zwei Stunden schon sehr gerne, samstags finde ich schon sehr geil. Wenn ich Zeit habe, dann kann das auch schon mal ein bisschen länger gehen, aber weil es mir echt Freude macht. Und wo nehme ich die Zeit her? Das ist eine gute Frage übrigens, genau, weil ich habe mal Jochen Schweizer getroffen. Das ist so ein Event-Typ. Kenne ich. Kennst also, du? Ich kenne das Event, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich weiß, wer Jochen Schweizer ist. Und so. Und ich habe den mal kennengelernt in München und es war ein ganz interessantes Gespräch. Und dann hat der gesagt, weißt du, wie viel Zeit du verplemperst, indem du einfach in diesen scheiß Fernseher reinguckst. Uninteressante Geschichten guckst du dir da an, du langweilst dich. Vielleicht mach einfach mal die Kiste aus, nimm dir ein Buch oder befass dich mit dir oder fang an zu kochen oder irgendwas. Das heißt, ich habe diesen Konsum an Fernsehen und hier, wie heißt das, Computerkram, wirklich reduziert und habe mir da die Zeit genommen, weil ich das einfach jetzt super finde. Mir macht es einfach unheimlich Spaß. Sehe ich bei mir selbst das gleiche Problem. Es ist einfach eine Frage der Prioritäten, die man legt. Genau. Man hat die Zeit, jeder von uns hat die gleiche Zeit, 24 Stunden am Tag, aber wir legen halt unterschiedliche Prioritäten. Und bei mir ist es so, und da muss ich mir auch jedes Mal wieder an den Kopf schlagen,
Ich habe jetzt mehrere Bücher zu Hause liegen, die ich gerade lese. Eins über Stretching, eins über Ernährung und. Ich komme aber nicht voran. Diesen Büchern. Ja, ja, ja. Und ich suche immer selber die Ausrede in mir. Machst du dies, machst du das? Und dann kommt von mir der Spruch, wieder keine Zeit gehabt. Ja. Ist aber Bullshit, weil ich habe gestern Abend auch wieder vor der Klotze gesessen und habe 40 Minuten Streamingdienst Netflix geguckt und hin und her. Ich hätte auch lesen können, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe einfach nicht die Konsequenz gehabt und meine Priorität gelegt. Ja. Es ist natürlich viel einfacher, sich vor den Fernseher zu legen und sich eine Geschichte reinzuziehen. Ja. Man kann wegschlafen und dann wacht man wieder auf und so. Und es ist natürlich viel einfacher, sich dann vor die Kiste zu legen, ganz klar. Nur das Programm ist auch nicht unbedingt besser geworden, es ist spannender geworden. Insofern, ja, und es ist verrückt, es hat sich auch eben verrückt für mich, einfach, ganz klar. Und dieses jetzt, haben wir es angesprochen, fast 10 Kilo habe ich verloren in der Zeit. Es sind 10 Kilo an Körperfett reduziert worden. Genau. Plus ein bisschen was, was jetzt an Muskulatur aufgebaut wurde. Natürlich darf man diesen elektronischen Wagen da auch nicht immer den allergrößten Glauben schenken. Genau. Aber man sieht es auch an den Bildern, man sieht es an der Leistungsfähigkeit. Genau. Und wenn man dann noch so die elektronischen Wagen dazu nimmt, dann sind knapp 10% Körperfett runter. Genau. Und auch 3-4 Kilo an Muskelmasse. Genau. Was das Erstaunliche für mich ist, dass es doch in relativ kurzer Zeit war. Vor allen Dingen für mein Alter gesehen auch. Ne? Ich habe einen Vortrag von dem Professor Frohböse aus Köln, wirst du kennen. Guter Mann, ja. Guter Mann, genau. Ja. Ich habe hier auch einen Vortrag in Kassel im Glashaus gesehen vor 2-3 Jahren. Als es um Ernährung und Ruhe und Regeneration gegangen ist, also nach dem Sport, und das sind ja auch während des Trainings oder während der Betreuung hast du ja auch darauf hingewiesen, zu sagen, nutz deine Pausen. Ja. Du musst mehr schlafen, trink genug, etc. etc. Gerade dieses Schlafen der Regeneration als knapp 60-Jähriger merke ich natürlich, ganz klar. Mhm. Bis du in den Muskelkater reingearbeitet hast und dann dauert das tatsächlich schon mal 10, 12 Stunden länger, bis der Muskelkater weg ist. Ne? Also früher ging das mal so eine Zeit und ging einfach schneller und heute brauche ich halt einfach länger. Und diese Regeneration ist halt total wichtig. Also das ist übrigens auch eine Sache, die wir in dem Coaching besprochen haben. Das gehört auch dazu. Also nicht nur Essen und Training und dies und das, sondern eben auch Regeneration, Ruhe finden und bewusst ruhig zu bleiben. Fällt vielen auch sehr schwer. Ja. Training hatten wir. Wir hatten dreimal die Woche Krafttraining, auch wenn es jetzt ein bisschen mehr ist. Ja, aber ja, dreimal die Woche, genau. Dreimal. Dann war das Fußballspielen noch dazu in Verbindung als Cardiotraining. Und glaube ich auch dann ein Punkt, den wir ansprechen sollten, ist halt die Ernährung. Da hat es natürlich auch Knall gemacht bei dir. Genau. Das genau. hat sich auch brutal geändert. Also ich habe quasi weggelassen komplett, also wenn es ging komplett, kann man ja nicht ganz sagen, aber Zucker, Alkohol weggelassen, Weißmehl, also Weizenmehl weggelassen und Schwein weggelassen. Und natürlich entsprechend deines Ernährungsplans. In der Diätphase haben wir natürlich auch die Mengen dann reduziert. Genau, wie viele Kalorien haben wir bei dir gearbeitet? Ich meine 2200. Mit 2200 haben wir gearbeitet. Genau. Haben wir begonnen und dann ging es ja relativ rapide und du mich dann so, ich glaube so nach 3 Monaten hast du mich darauf aufmerksam gemacht, jetzt gibt es mal so am Wochenende, darf ich mal ein bisschen mehr belasten den Körper. Ach stimmt, genau, wir haben bei dir auch mit solchen Ladetagen ganz gearbeitet, genau. Das heißt, damit die körperliche Leistungsfähigkeit erhalten bleibt, haben wir am Wochenende auch dann immer mal wieder gesagt, ess mal wieder ein bisschen mehr. Genau, das habe ich dann auch gemacht, gesund mehr gegessen, ich habe mir auch mal einen Burger gegönnt, das war so lecker. Habe ich auch erlaubt. Ich will jetzt nicht über die Burgerkette sprechen, das macht man nicht, aber das war ein sehr, sehr geiler Burger und ich bin nach Hause gegangen mit den Pommes und mit den Burgern im Bauch und das war sehr, sehr geil, das Gefühl. Ist auch ohne schlechtes Gewissen. Aber es zeigt ja, dass es funktioniert, absolut. Dass wenn man die Woche über absolut. Konsequent ist, absolut. Man sich dann am Wochenende auch mal was gönnen kann. Absolut. Die Form ist trotzdem besser geworden. Ganz genau. Also ich kann alle nur motivieren, das zu machen und in meinem Umfeld habe ich auch davon gesprochen, über das, was ich tue, weil ich bin natürlich angesprochen worden, weil ich dann im Gesicht mager geworden bin und darauf angesprochen wurde, wie ist denn das Krankheitsbild bei dir, wie ist das so? Na, man muss es einfach sagen. Wenn, du hast dich ja auch ärztlich dann durchchecken. Ganz genau. Aber gleich auch das müssen wir ja auch noch. Ja, genau. Das ist eigentlich eine geile Sache. Also ich hatte dann so meinen sogenannten Ladetag und dann hat man sich auf diesen Samstag oder Sonntag, wann auch immer, gefreut,
wenn man dann auch mal ein Stück Kuchen wieder gegessen hat oder ein Glas Wein Absolut. Oder abends. Das ist ja auch eine langfristige Sache. Super. Es nützt ja nichts, wenn ich 3 Monate wie ein Mönch lebe und danach schmeiße ich wieder alles über Bord. Ganz genau. Ganz genau. Das heißt, ich habe das Feingefühl dafür bekommen, was ist mit diesem Lebensmittel los? Ja. Was ist da, was passiert in deinem Körper, wenn du das regelmäßig machst? Auch das viele Trinken zum Beispiel. Mhm. Ich sollte 3 Liter, besser wären 4 Liter gewesen. Das schaffe ich nicht immer, aber zwischen 3 und 4 Liter Wasser bewege ich mich am Tag. Und mit den Erscheinungen auch, dass man ja beim Einkaufen dann urplötzlich mal ein Klo aufsucht. So. Aber das gehört halt alles dazu, genau. Genau. Und es hat mir, es hat geholfen, alles hat geholfen. Also dieses Gesamtpaket hat geholfen. Auch deine Motivation hat geholfen, wenn ich mich mal nicht gut gefühlt habe, zu sagen, ey, jetzt entspann dich mal, ne? Bleib mal ruhig und jeder kleine Baustein sorgt dafür, dass dieses Haus irgendwann mal fertig wird. Ne? Ich habe einen gewissen Enthusiasmus entwickelt durch dieses Coaching. Ja, der Ehrgeiz war jetzt bei dir schon. Ja, ich bin da schon dann ehrgeizig. Es gibt halt einfach so Typen, die dann sagen, okay, wenn ich jetzt was mache, dann wollte ich es halt dann wirklich durch. Bei vielen ist es, glaube ich, mit einem Hauptproblem, dann wirklich mit aller Konsequenz ist auch so diszipliniert durchzuziehen. Aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, und wie gesagt, aus meinem Umfeld, aus meinem Bekanntenkreis hatte ich ja auch so 2, 3 denen ich das empfohlen habe, die dann auch von dir das Training oder das Coaching bekommen haben, die auch ihre Ziele erreicht haben, wie ich es mitbekommen habe, das ist, bestätigt all das. Mhm. Vielleicht nochmal, um auf die Ernährung zurückzukommen, nur damit die Zuschauer nochmal bekommen. Wir hatten, wie gesagt, diese ca. 2200 bis 2400 Kalorien. Ja. Das war aufgeteilt in 40% Eiweiß, 40% Kohlenhydrate, 20% Fett. Genau. Nur mal so grob. Passt nicht zu 100% auf jeden, muss dann individuell gemacht werden. Aber hat natürlich von der Kalorienzahl her bei dir gut funktioniert. Absolut. Und dadurch, dass der Verlauf vom Gewicht her, von der Leistung her so gut war, hat man dann halt auch gesagt, okay, am Wochenende ist es kein Ding, sich da mal was zu gönnen. Ja. Und das hat natürlich dann... Ja. dementsprechend super gepasst. Es ist, war halt wichtig und das war auch gut bei dem Coaching, dieses regelmäßige Essen. Ne? Also wir haben das verteilt auf 4 Essen quasi, also die Hauptmahlzeiten, die 3 Hauptmahlzeiten und eine Zwischenmahlzeit. Ich habe mich dann irgendwann nach 14 Tagen oder 3 Wochen mal gemeldet bei dir, weil ich nachts um 3 aufgewacht bin und hatte ein Loch im Bauch, weil ich echt total hungrig war und konnte nicht mehr weiter schlafen. Dann hat mir darüber gesprochen und haben das dann noch ein bisschen auseinandergezogen. Das heißt, einfach auch um den Insulinspiegel immer zu halten, eben häufiger zu essen und eben die nach Ernährung gegessen. Und dann habe ich ja eben meine Essen ein bisschen aufgeteilt und habe hier auch die Möglichkeit, zwischendurch mal in so eine Banane zu beißen oder einen Shake zu trinken. Das hat also super funktioniert. Und dann hat sich der Körper auch dran gewöhnt. Er hat sich an diese Struktur gewöhnt. Das ging gut. Ja. Eine ganz wichtige Sache, die wollten wir noch ansprechen, war ja die gesundheitliche Schiene. Es geht ja jetzt, also mal ehrlich, bei einem 60-Jährigen geht es ja nicht mehr so ums Aussehen. Meine Haare hast du auch nicht mehr schön, dann nähern wir uns auch immer mehr an. Ja, genau. Früher haben wir uns auch gekämmt, als wir zur Arbeit gegangen sind. Ich hatte lange Flusen, ne? Du weißt, ich hatte schöne schwarze, fast schon lockige Haare. Ich war echt gut ausgestattet. Ne? Aber bei dem Körper brauchte man keine Haare. Oh, okay. aber ist ja ein wichtiger Fakt. Also es geht jetzt nicht ums Schwimmbad. Geht nicht mehr darum zu posieren oder sonst irgendwas. Und da hast du dich ja auch ärztlich dann durchchecken lassen? Genau. Also ich habe ein großes Blutbild, habe eine Komplettuntersuchung machen lassen und habe meine Blutwerte deutlich verbessert. Ich habe eigentlich nichts. Ich habe ein Stoffwechselalter von 45, das ist geil. Das fand ich halt so krass. Ja, ist krass. Ist krass. Und das nach dieser relativ kurzen Zeit schon. Und dann kommt jetzt der, ich nenne es mal der Kosakenzipfel in dieser Geschichte, da meldet sich vor 3, 4 Wochen meine Krankenkasse. Meine private Krankenkasse meldet sich. Und wenn so ein Brief kommt, dann weißt du wieder auf. Erhöhung. Ja, immer Anfang des Jahres. Es geht ja nur noch bergauf, überall bei den Beiträgen. Und dann haben die mir geschrieben, ihr Beitrag sinkt aufgrund ihrer gesundheitlichen Leistungsfähigkeit. Fand ich total erstaunlich. Ja, ich habe da gleich eine Nachricht von dir bekommen. Ich dachte, das will er jetzt von mir. Ja, also das fand ich auch schon unfassbar. Spannend, also ich fand es super. Ja, gut. Und ich habe dann ja dazu geschrieben, also ich trage das Geld lieber
so einem für vernünftige Lebensmittel gebe ich das Geld aus als in Apotheke. Nichts gegen Apotheken, ganz wichtig, aber ich bin nicht so gerne in der Apotheke. Das ist immer irgendwie behaftet mit Krankheiten. Am Ende, wenn es zu spät ist, läuft es dann über Medikamente. Genau, ganz genau. Und so, ja, und das ist dann die Spitze des Eisbergs in dieser Geschichte jetzt gewesen. Jetzt sind wir 6 Monate ungefähr zusammen, ja. 6, 7 Monate. Und das war jetzt die Spitze dieser ganzen Geschichte, was die Gesundheit angeht. Ich schlafe also deutlich besser, ich fühle mich viel fitter, ich bin ausgeruhter. Es macht mehr Spaß, wie heißt das so schön, leichter, geht leichter in meinem Fall. Und es geht nicht ums Schwimmbad, sondern es geht einfach um die Leistungsfähigkeit. Und wenn man so an die 60 kommt und selbstständig ist und diese ganzen Irrungen und Wirrungen, die wir jetzt gerade zu ertragen haben an Selbstständigen, was hier so rundherum los ist, dann tut es einfach gut, wenn es einem gut tut. Ja, ich glaube, das ist auch mal eine Sache, die ich versuche, den Menschen zu vermitteln. Ziele können ganz unterschiedlich aussehen und die verändern sich natürlich auch im Leben. Während ich früher vielleicht noch gerne am Schwimmbad oder am See posiert habe, wer hat es nicht gerne gemacht, ich war ganz weit vorne, ändern sich irgendwann die Ziele und dann ist der Inhalt vielleicht irgendwann auch viel, viel tiefer zu sehen, dass man noch eine gewisse Lebensqualität haben möchte. Genau. Dass man auch im Alter noch leistungsfähig sein möchte. Dass man, oder so wie ich, halt für seine Kinder noch da sein möchte. Ja, genau. Oder wie jetzt bei dir, dass du sagst, ich will noch ein paar Jahre hier im Geschäft das machen, bis ich meinen Sohn übergeben kann und. Ich habe ja noch so ein zweites Ding so mit Österreich. Ich bin sehr, sehr gerne in Österreich, gerade im Sommer auch unterwegs beim Bergwandern. Genau. Und vielleicht die eine oder andere Idee, den einen oder anderen Wanderung Gipfel da noch zu machen. Ja, genau. Und das geht und halt nicht, wenn man... Ja, und wenn man gut oben ankommt, dann kommt man auch sicher wieder runter. Das ist ganz wichtig. Vergessen viele, den Gipfel zu erklimmen, das ist das eine, aber du musst wieder runterkommen. Und das war auch so mit dem Thema, einfach die Konditionen auch zu verbessern und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und mir macht das unheimlich Spaß, da in Tirol unterwegs zu sein, ja. Das ist meine zweite Heimat und das kommt auch noch dazu, klar, die Natur zu genießen und all dieses Umfeld zu genießen. Ne? Ja, also Zielsetzung kann ganz unterschiedlich sein, sich Ziele setzen ist wichtig, aber um Gottes Willen, das muss nicht sein, jedes Mal ein 50er Bizeps zu bekommen oder sonst irgendwas. Genau. Sondern Training, sportliche Aktivität ist halt viel, viel mehr. Und das hat sich hier halt auch wieder gezeigt, dass es selbst im Alter möglich ist, das noch zu schaffen. War auch für mich sehr interessant. Ich habe glücklicherweise, ist schön, ich habe ein sehr gemischtes Publikum im Coaching, sowohl Wettkampfathleten, ich habe ältere Menschen, ich zähle uns jetzt mal zu den Älteren. Klar. So ab 40, 50 ist man einfach älter. Ja, klar. Ich habe viele Ältere bei mir im Coaching und gerade diese breite Masse zu haben, macht es halt so spannend, immer wieder mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten zu können. Und es zeigt sich immer wieder, es ist einiges möglich. Nichts ist unmöglich. So ist es. Vieles ist schwierig oder wird schwieriger im Alter, aber es ist durchaus realisierbar. Ich habe ja zwischendurch immer ein bisschen gehadert, warum ich nicht früher angefangen habe. Wir hatten vor kurzem ein Gespräch darüber, zu sagen, warum hast du nicht 10 Jahre früher angefangen? Du bist ewig 10 Jahre zu spät mit dem, was du tust. Aber wer weiß, was gewesen wäre. Ist ja müßig. Ja, eben. Ist Quatsch. Es ist eigentlich nie zu spät zu beginnen mit irgendwas. Absolut. Ist egal, was du für eine Idee hast. Super. Jens, vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke dir. War für die Zuschauer ein bisschen interessant, mal zu hören, was man so machen kann, wie es so im Coaching aussieht. Natürlich ein schönes Werbevideo für mich, deswegen auch nochmal fetten Dank an dich. Und ich habe ein kleines Geschenk mitgebracht. Nein! Doch! Ja. Wow, da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Nein, das ist nicht vorbereitet, das ist nicht abgesprochen. Das Video war natürlich abgesprochen, logisch. Ja. Haben wir da gesagt, wir reden über das Coaching. Aber diese kleine Anerkennung, kleine Coach-Matze-Medaille. Wow. Du hast ja immer meine Pokale so bewundert. Ja, absolut. Kriegst du auch mal. Finde ich natürlich sehr geil. Ja. Oh, da danke ich dir. Vielen Dank. Dankeschön. Freut mich, dass ich dir die alten Tage nochmal ein Geschenk machen konnte. Super. Ist nur eine kleine Anerkennung. Ja, aber vielen Dank. Aber ich mache das tatsächlich bei denen, die erfolgreich sind bei mir im Coaching. Die kriegen halt einfach so eine kleine Anerkennung. Ja, geil. Ja, das ist super. Ein kleiner Spaß, eine kleine Freude. Aber ich glaube, eine ganz schöne Erinnerung auch für diejenigen, zu denen ich später keinen Kontakt mehr habe. Bei uns wird es wahrscheinlich so sein, wir werden langfristig gesehen immer wieder mal Kontakt miteinander haben. Aber viele verliere ich natürlich auch, zu denen habe ich dann keinen Kontakt mehr. Manche schreiben mir immer mal wieder auf Instagram oder Facebook, bedanken sich nochmal,
Letztens hat mir einer ein Bild gesendet mit Baby auf dem Arm und hat dann geschrieben, das ist die zweite Sache, die mein Leben verändert hat. Sehr geil. Die erste Sache war den Coaching, die zweite Sache, schick mir das Bild mit dem Baby auf dem Arm. Nein, das sind tolle Sachen. Ja, das freut mich natürlich sehr. Und genau so will ich natürlich auch in Zukunft meine Arbeit machen. Erfolgreich und mit viel, viel Freude. Ja, top. Deswegen super. Vielen Dank dafür. Das war's mit diesem Video. Und jetzt mache ich nochmal Werbung für dich. Ja, ja. Ich habe ja gesagt, der Laden ist in Elgershausen. Ist natürlich sehr geil, uns zu besuchen. Wahrscheinlich werdet ihr nicht so viele Kilometer weiter wegkommen. Aber ich habe tatsächlich Kunden aus Gudensberg. Definitiv, aus Guxhagen. Ich habe früher mal in Guxhagen gearbeitet. Ja. Da kommt also mein Einzugsgebiet, erweitert sich auch immer weiter. Und wenn man es eben schön haben will, dann muss man hierher kommen. Alles gut. Okay. Alles klar, vielen Dank. Ja, das ist natürlich der Vorteil bei so einem Coaching. Du kannst es halt, ich habe mittlerweile wirklich Kunden auf der ganzen Welt. Ja, die haben zwar immer irgendeine Beziehung nach Deutschland, ich habe es am Anfang vom Video schon gesagt, wir haben dann Eltern in Deutschland oder haben mal in Deutschland gelebt, sind dann ausgewandert, aber wirklich von Australien über Südamerika und ich habe gestern einen Anruf aus Spanien gekriegt. Eine Familie ist nach Spanien ausgewandert und die Brillengläser, die er hat, also relativ speziell, die gibt es in Spanien nicht. Und jetzt wird er seinen Urlaub hier in Deutschland planen, um bei mir hier Brille zu kaufen. Ja, er will ja vorher zum Augenarzt etc. und wird sich seine Brille kaufen. Sehr interessant. Ja, also macht mir auch Spaß. Ja, klar. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Und ja, gerne auch einschalten, anklicken bei irgendeinem anderen Video von mir. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.